Wenn du schon selber diesen Vergleich mit Orchester und Küchenteam hast, dann würde ich mal meinen, dass du dich wahrscheinlich als Dirigenten bezeichnen würdest, als Chefkoch. Also ich koche ja auch aktiv mit. Das heißt, ich bin ja auch, das hört sich jetzt vielleicht blöd an, wenn ich so sage, aber ich bin halt ganz normal eben dann ab mittags eben mit der gesamten Mannschaft eben dann auch in der Küche. Und wenn du jetzt uns besuchen würdest im Restaurant bei uns in der Schreiberei, dann würdest du jetzt nicht sofort, wenn du mich nicht kennen würdest, erkennen, wer ist jetzt da eigentlich der Küchenchef so ungefähr halt. Mhm. Das heißt, ich stehe ja auch nicht vor der Küchenmannschaft als Dirigent und habe eben nur den Stab in der Hand, sondern habe eben in der Tat selber auch mein musikalisches Instrument, mein kulinarisches Instrument, eben das Messer in der Hand und bin da am Filetieren, am Kochen, am Machen und Tun. Von daher denke ich mal, ist es eher wie so ein Konzertmeister vergleichbar, der ja okay. auch letztendlich meistens ja, oder ist immer so, dass er Geige spielt eigentlich? Ja. Schon, okay. Der kann auch meistens nichts anderes. Das reicht aber auch.